Viel Spiellust und wenig Ego. Das waren Helen Skobowski am Gesang, Fee Fritschi am Klavier und Gabriel Rosenbach an der Trompete mit Space Between the Air von Genevieve Attardi und Pedro Martins live aus dem Tonstudio der Musikhochschule Mainz. Und damit ging gerade alles sehr schnell, aber damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe aus dem Sommersemester von Und wir sind live. Mein Name, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ist Eddie Sonnenschein. Ich studiere Jazzschlagzeug im 8. Semester und darf euch heute endlich wieder, und das dank eines durchdachten Hygienekonzeptes und dank Schnelltests, durch die heutige Sendung begleiten. So, Helen und Fee, die haben nämlich ihr bestehendes Duo jetzt zu einem Trio erweitert. Zusammen mit dem Trompeter Gabriel Rosenbach stellen sie uns heute ihr neues Programm vor. Mit dabei haben sie Eigenkompositionen, aber auch Interpretationen von Stücken, wie zum Beispiel von John Taylor oder Norma Winston. Was das Besondere an dieser kleinen und
wie ich finde, sehr intime Besetzung ist. Und woher sie eventuell inspiriert sein könnte, darüber werde ich mit den dreien gleich reden. Und jetzt geht's aber erstmal weiter mit Musik. Hans Kobowski, Fee Fritschi und Gabriel Rosenbach mit Windfall von John Taylor. Viel Spaß. Thank you.
come home with your broken heart. Tomorrow you'll be strong as ever. Lick your wounds and rest before your next endeavor. Barefoot on an isle of broken glass, you run towards the unknown from the emptiness. Push, rewind, and watch us kiss goodbye. So, das war das Stück Mai Rosa aus der Feder von Fee Fritschi. Diesmal hatte ich auch ein bisschen mehr Zeit, um mich hier hinzusetzen. Dank an die Regie. Wir haben gehört Helen Skobowski am Gesang, Fee Fritschi am Klavier und Gabriel Rosenbach an der Trompete. Und jetzt würde ich mich gerne ein bisschen unterhalten mit euch dreien, wenn das für euch cool ist. Ja, klar. Fee, direkt gestern habe ich dir eine Aufnahme geschickt. Und zwar, ich habe mir euer Programm angeguckt, habe gesehen Mai Rosa, eines meiner Lieblingsstücke von dir tatsächlich. Oh, danke. Und ich habe dann meine alten Aufnahmen auf dem Handy durchstöbert und habe einfach so auf dieser Memo-App habe ich gesehen, Mai Rosa, habe reingehört. Die hatte ich eigentlich ganz vergessen, aber eine ganz andere Besetzung. Und zwar Schlagzeug, Kontrabass, Gitarre und Klavier. Gleiches Stück, ganz andere Besetzung. Jetzt habt ihr es hier
mit Gesang, Trompete und Klavier gespielt. Ich würde gerne wissen, was ist das für dich für ein Gefühl, diese zwei komplett unterschiedlichen Besetzungen, vor allem ohne Rhythmusinstrumente, Schlagzeug und Bass. Was macht das für dich, was macht das mit dir als Musiker, dieses gleiche Stück zu spielen in zwei Besetzungen? Ich finde es unfassbar schön, gerade wenn wir so einen Pool an Songs aufbauen, wo jetzt irgendwie die Leute, mit denen ich am meisten spiele, die kennen den jetzt mittlerweile so, die wissen, was ich gerne höre, was ich gerne spiele und kennen mittlerweile auch die Stücke, die ich selbst geschrieben habe. Und gerade bei dem Stück finde ich super schön, das ist in dieser Besetzung zu spielen. Und weißt du, von je mehr Seiten man es anschaut, desto mehr kommt man irgendwie an die Essenz von dem Stück ran. Und das ist natürlich nochmal irgendwie was ganz Besonderes, wenn man das zufälligerweise selbst geschrieben hat. Und ja, ich finde das sehr schön. Das hält diese Musik sehr frisch, das in verschiedenen Besetzungen auszuprobieren. Und ja, Helen ist auch in der Besetzung dabei, wo wir das auch schon gespielt haben. Ich habe ein Septett, Fraktion Fee, wo ich auch ein Arrangement geschrieben habe von diesem Stück. Da spielst du ja auch mit und so ist ja diese Aufnahme entstanden. Und genau, das ist super, super schön, das dann auch in anderen Kontexten zu hören. Ich kann mich auch tatsächlich noch an das erste Mal erinnern, als du das Stück mitgebracht hast. Und irgendwie, wir haben das da ein bisschen geprobt. Und jetzt, als ich mir das gerade hier von euch angehört habe, habe ich einfach gemerkt, dass es sich total weiterentwickelt hat. Und irgendwie ganz andere Stellen wirken ganz anders. Und es hat mir wirklich total gut gefallen. Helen, mir ist bei dir aufgefallen, du hast schon recht früh angefangen, mit Fee im Duo zu spielen. Und lustigerweise, wenn ich an euer Duo denke, habe ich auch direkt eine ganz bestimmte Musik im Kopf, die ihr zusammen macht. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie das so kam, dass ihr euch so gefunden habt, sozusagen. Also, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir schon im ersten Semester zusammen gejammt. Und ich glaube, da war es noch einfach so ein Standard-Jam. Einfach Jazz-Standards, genau. Und dass wir quasi intensiver und fokussierter im Duo gearbeitet haben, das hat so im Sommer angefangen, letzten Sommer. Und viel Inspiration, auch gerade was die Stückauswahl angeht, kam auch immer von Fee. Also ich habe mich da auch sehr gerne inspirieren lassen. Ich habe auch sehr viel Neues kennengelernt. Und zudem haben wir einfach auch immer viele Eigenkompositionen ausprobiert, die wir heute auch zum Teil spielen. Und genau, also es durchläuft quasi einen bunten Misch aus allem Möglichen, aus eigenem, nicht eigenem und alle möglichen Stilistiken. Ja, könnt ihr da einige wichtige gemeinsame Vorbilder und Vorbilderinnen nennen, die für euch einfach vielleicht eine zentrale Rolle spielen? Ich habe eine sehr besondere Beziehung zu der Musik von John Taylor. Das zweite Stück Windfall ist von John Taylor. Der ist halt auf Platten vertreten, die ich halt schon mit 15, 16 gehört habe. Und ich würde sagen, das ist mein Lieblingspianist. Und mein Lehrer Pablo Held hat bei John Taylor studiert. Das ist irgendwie ganz schön, da auch immer aus erster Hand dann Geschichten dann zu hören. Und John Taylor hatte mit Norma Winston ein Duo und zusammen mit Kenny Wheeler und Norma Winston ein Trio. Und von einer Trio-Platte ist dieses Stück, die Band heißt Azimuth. Und genau das Stück war Windfall. Und das ist auf jeden Fall eine Inspiration, John Taylor und Norma auch. Und das erste Stück, das wir gespielt haben, das hat Helen mitgebracht, das kannte ich vorher gar nicht. Ist aber auch, also da war ich dann so voll am Lernen und wow, irgendwie kannte ich nicht und war total geflasht von diesem Stück. Und so kommt unser Programm so ein bisschen zusammen, ja. Ich merke auf jeden Fall, du bist immer Feuer und Flamme. Du erzählst manchmal, dass du irgendwie so eine Session mit Pablo hattest und er hat dir wiederum Geschichten von seinem Lehrer John Taylor erzählt. Und ich stelle mir das einfach extrem cool vor, diese, wie du sagtest, Geschichten aus erster Hand zu hören. Du hast die Band gerade angesprochen, Azimuth, Kenny Wheeler, John Taylor und Norma Winston, womit wir dann quasi auf dich, Gabriel, zu sprechen kämen. Gabriel, du
bist jetzt hier neu dabei, wenn ich das so sagen darf. Mich würde interessieren, wie siehst du deine Rolle in der Band und vor allem, welche Herausforderungen stellen sich für dich? Also in der Band, es ist ja oft so, dass man in Bands eingeladen wird und dann von Anfang an klar ist, okay, das ist jetzt halt eine Band, die es schon gibt und ich komme jetzt dazu als Solist. Einfach nur, um bei entweder immer oder bei einigen Stücken nur Solo zu spielen. Das Gefühl hatte ich von Anfang an in der Band nicht, sondern es war mir von Anfang an klar, dass es dass ich sozusagen auch so ein bisschen eine orchestrale Rolle einnehme in der Band. Mit Gegenlinien und mit, aber auch mit Kollektivimprovisationen, die wir halt, wo wir halt viel ausprobiert haben und wie ich finde, zu ganz schönen Ergebnissen gekommen sind. Was mich auf jeden Fall, das, was du gerade gesagt hast, bringt mich auf eine, auf ein Thema zu sprechen, wo ich euch gerne alle fragen würde, und zwar betrifft das den Bandsound. Du hast jetzt von deiner Rolle geredet und von diesen orchestralen Sachen und Farben, die du so einnimmst. Was ich oftmals finde, wenn so Bands so eine bunte Mischung aus Eigenkompositionen und verschiedenen Stücken von anderen Komponisten und Komponistinnen spielen, finde ich das oftmals schwierig, zu so einem gemeinsamen Bandsound zu finden, weil es irgendwie so viele verschiedene Einflüsse gibt. Was ich aber gleichzeitig bei euch wahrnehme, ist so ein ganz homogener Bandsound und irgendwie ihr seid drei einzelne Individuen, aber es ist so ein, es blendet extrem gut zusammen. Und ich würde gerne mal ein paar Gedanken dazu hören. Ist das eine Sache, an die ihr konkret arbeitet oder seid ihr einfach gesegnet und es kam einfach so zu euch? Was denkt ihr so darüber? Also bei mir war das so tatsächlich, dass es eine Weile gebraucht hat, bis ich so wirklich für mich rausgefunden habe, wie viel kann ich spielen, wie wenig muss ich spielen, damit der Bandsound funktioniert. Und das ist eine total schöne Erfahrung für mich, weil ich halt noch nie so richtig in so in der Besetzung gespielt habe. Andere Gedanken dazu? Helen, was denkst du über Bandsound? Ich glaube, ich habe in der Konstellation hier so richtig gelernt, zuzuhören. Das klingt jetzt erstmal banal, aber oftmals bin ich sehr beschäftigt mit dem, was ich mache und wie ich klinge. Und hier habe ich gelernt, zuzuhören, was passiert um mich rum und darauf einzugehen. Und ich glaube, das ist, war für mich auf jeden Fall eine ganz wichtige Erfahrung, weil das einfach nochmal, ich sag mal, ein schöneres Level ist an Musizieren und einfach mir auch neue Möglichkeiten eröffnet hat, wie ich klingen kann, wie ich mich einfügen kann, dass ich auch nicht immer quasi im Vordergrund stehen muss mit meiner Stimme, dass ich auch einfach mal mich einfügen kann in die Improvisation oder nur im Hintergrund eine Linie singe. Also ich habe ja auf jeden Fall in der Konstellation für mich sehr viel dazugelernt. Super. In Sachen Zusammenspiel und genau Bandsound denke ich auch immer direkt, und das habe ich ganz am Anfang bei deiner Frage angesprochen, an das Thema Time, irgendwie gerade für mich als Schlagzeuger. Man denkt, finde ich immer, oder ich persönlich, an Time, dann irgendwie Schlagzeug, Bass, so typische Rhythmusinstrumente, die fehlen ja hier. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sie überhaupt nicht fehlen und dass irgendwie jeder von euch einfach da eine ganz bewusste Time in die Hand nimmt und jeder von euch gestaltet diese Time. Ist das auch eine Sache, an die ihr gemeinsam arbeitet, oder wie geht ihr vor, ohne da jemanden zu haben, der die ganze Zeit sagt, hier geht's lang? Es mag manchmal unbequem sein, dass es nicht den Drummer gibt, der einem einfach immer die vier Viertel gibt. Ja, oder genau. Was auch immer. Aber was wir hier machen, ist ja irgendwie eine sehr kammermusikalische Art von Jazz, die in dem Sinn im Verständnis von Time auch sehr viel gemein hat mit westlicher klassischer Musik. Und wir können die Time dehnen und stauchen, wie wir wollen. Es ist auch relativ easy, es zu kommunizieren, wenn man zu dritt ist in dieser kleinen Besetzung. Aber natürlich muss jeder und jede Verantwortung übernehmen dafür, dass die Dinge auch klar kommuniziert sind. Genau, dass der Takt einfach immer mitgedacht wird und auch dann mitgedacht wird, wenn man irgendwie was verlängern will oder was eben ausdehnen will. Und ja, manchmal passieren auch Unfälle,
oder Missverständnisse und das gehört halt genauso dazu. Aber ich finde es auch sehr schön in dieser Besetzung, dass das möglich ist. Helen, ich würde gern noch kurz mit dir oder nicht nur mit dir, ihr seid natürlich auch eingeladen, über das Thema Texte oder eben Nicht-Texte sprechen. Gerade haben wir ein Stück mit Text gehört. Im weiteren Verlauf werden wir auch Stücke ohne Text hören. Das zeigt einfach für mich, dass Gesang nicht unbedingt an Text geknüpft ist, wie du auch gleich nochmal zeigen wirst. Und da würde mich einfach interessieren, was macht es für dich für einen Unterschied, wenn es einen Text gibt oder eben, wenn es keinen Text gibt? Also oftmals ist es ja so, dass die SängerInnenrolle gekoppelt wird an vorne stehen und an Text. Das heißt, der Sänger oder die Sängerin steht eben vorne und ja, betextet die Musik. Und ich finde es ganz schön, ab und zu mal rauszugehen aus der Rolle und zu zeigen, dass die Stimme auch einfach mal eine Stimme sein kann, ohne irgendein Feature. Und dass die Stimme auch einfach mal, ja, wie ich vorhin gesagt habe, auch einfach im Hintergrund sein kann, sich gar nicht so nach vorne drängen muss mit dem Text. Also ich habe nichts gegen Texte, das soll nicht so klingen. Aber ja, ich schreibe auch gerne Stücke ohne Texte, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Musik mehr Ausdruckskraft besitzt, wenn sie keinen Text hat. Manchmal lasse ich die Musik einfach gerne für sich selbst sprechen. Und wenn ich keinen Text habe, dann kann ich auch immer, wenn ich das Stück singe, erneut irgendwas anderes fühlen oder irgendwas anderes damit ausdrücken wollen. Dann habe ich das Gefühl, freier zu sein. Deshalb entkoppel ich das manchmal ganz gerne. Aber ich mag auch Texte. Das ist für mich die perfekte Überleitung zum nächsten Stück. Dennoch eine letzte Frage. Ich würde nämlich total gern von euch wissen, ob und wenn ja, inwiefern für euch als nicht singende Musiker, jetzt in diesem Fall, inwiefern der Text, den Helen singt, falls es eben einen Text gibt, ob der Einfluss auf euch nimmt und wenn ja, inwiefern? Für mich sind Texte auch sehr wichtig, weil ich Texte sehr mag. Also wir hören nachher Joni Mitchell und einen Text von Norma Winston, die für mich auf sehr unterschiedliche Art und Weise irgendwie sehr große Songwriterinnen sind. Beziehungsweise Norma Winston ist eigentlich nur Sängerin und Texterin. Sie komponiert eigentlich gar nicht. Aber da ist eben Text so total wichtig. Und wenn ich spiele und wenn ich arrangiere, wenn ich einen Text vor mir habe, dann bin ich schon ein Mensch, der dann auch so ein bisschen nach Textausdeutung spielt. Und das verdeckt dann manchmal wieder irgendwie vielleicht eine Ebene, die rein musikalisch ist. Und dann gibt es aber immer wieder so Anknüpfungspunkte, wo ich denke, ja, die Musik will genau das Gleiche wie der Text. Wobei der Text natürlich morgen was völlig anderes aussagen kann. Also vielleicht kurz zusammengefasst, es entstehen halt total viele komplexe Zusammenspiele von das will die Musik, das will ich, das fühle ich heute und das will der Text. Und das finde ich super spannend, wenn es einen Text gibt. Liebe Zuschauerin, welche Kamera ist gerade an? Perfekt. Vielleicht noch eine wichtige Info an dieser Stelle. Der Text, den ihr und sie gerade gehört habt bei Mayrosa, der wurde von Fee Fritschi geschrieben. Und an dieser Stelle danke, dass ihr euch so offen mit mir unterhalten habt. Danke, dass ihr meine Fragen beantwortet habt. Und apropos Text bzw. Nicht-Text. Es geht jetzt weiter mit einem Stück, komponiert von Helen Skobowski, Der Tempel. Viel Spaß. Yeah.
sunny day, looking for laughter and finding it there. Sunny day, raining white flowers and leaves in my hair. Picked up a pencil and wrote, I love you, in my finest hand. Wanted to sit with a dog. Divine.
that cannot be denied. Helen Skobowski am Gesang, Fee Fritschi am Klavier und Gabriel Rosenbach an der Trompete und am Flügelhorn. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wenn es euch und wenn es Ihnen gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder ihr abonniert sogar unseren YouTube-Kanal, denn so werdet ihr ganz sicher keine Konzerte mehr verpassen. Außerdem könnt ihr unsere Konzerte auch immer auf dem Kanal OKTV Mainz sehen. Leichte Probleme bei der Aussprache, aber einfach zur gleichen Uhrzeit einschalten, dann passt es. Übermorgen gibt es wieder Klassik aus dem Roten Saal. Außerdem sind wir derzeit hier an der Jazzabteilung quasi in Trio-Laune, könnte man schon fast sagen, weshalb es nächste Woche hier bei uns wieder Mittwoch direkt weitergeht mit einem dritten Trio. Lukas Heinemann an der Gitarre, Niklas Schumacher am Bass und Johannes Funk am Schlagzeug.
Jetzt gibt's noch ein letztes Stück im Duo, There Will Be Rest, von Helen Skobowski komponiert und basierend auf einem Gedicht von Sarah Teasdale. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet gerne wieder ein. Und wie mein guter Freund Fee Fritschi sagen würde, bleibt negativ.